Jeder von uns produziert täglich mehrere Liter Abwasser. Das Wasser aus privaten Haushalten und Industrie fließt gleichermaßen in die Kanalisation und landet letztlich in der Abwasserreinigungsanlage. Bevor das Wasser wieder in den natürlichen Kreislauf gelangt, wird es dort gereinigt. In der klassischen Reinigung durchläuft das Abwasser dafür verschiedene Reinigungsstufen. Leider können dort nicht alle Verunreinigungen beseitigt werden. Winzig kleine Mikroverunreinigungen halten sich hartnäckig. Mikroverunreinigungen sind aktive Substanzen, die in unseren Gewässern in tiefen Konzentrationen vorkommen und auch dort in diesen tiefen Konzentrationen schon schädliche Wirkung haben auf Wasserorganismen. Zu den Mikroverunreinigungen zählen wir Medikamentenrückstände, da zählen wir Röntgenkontrastmittel, da gibt es auch Inhaltsstoffe in den Pflegemitteln, in Desinfektionsmitteln. So Mikroverunreinigungen sind dann eigentlich ein Problem, wenn sie aquatisches Leben zum Beispiel stören und beeinflussen. Also das heisst, wenn Fische Verweiblichungen haben. Man hat da verschiedene Untersuchungen gemacht. Man hat festgestellt, dass die Eier von Fischen sich nicht mehr richtig entwickeln und sich dann gar nicht mehr vermehren können. Also das hat dann letztendlich, gerade auch bei den Fischen, ist es natürlich sehr offensichtlich, das hat die Auswirkung, dass die Fischbestände zurückgehen. Seit dem 1. Januar 2016 schreibt die eidgenössische Gewässerschutzgesetzgebung einen minimalen Reinigungseffekt gegen Mikroverunreinigungen vor. Dies betrifft im Kanton St. Gallen Standorte im Einzugsgebiet von Seen, an die mehr als 24.000 Einwohner angeschlossen sind, und Standorte an Gewässern mit mehr als 10% Abwasseranteil. Diese Anlagen werden mit zusätzlichen Behandlungsstufen ausgerüstet, um die unerwünschten Substanzen zu eliminieren. Es gibt heute zweierlei Techniken, die bei den Kläranlagen angewendet werden. Das sind einerseits ist es die Ozonierung, was man schon heute auch kennt im Trinkwasseraufbereitungsbereich, wo die Mikroverunreinigungen chemisch verändert werden. Doppelbindungen im Molekül werden angegriffen, die werden also auseinandergebrochen. Dann gibt es kleinere Bruchstücke, wo dann besser biologisch abbaubar sind. Oder es ist die zweite Technik, das sind Pulveraktivkohlen, wo eine Anlagerung passiert. Mikroverunreinigungen gehen an die Kohle an und werden so am Wasser entzogen. Von den 42 Abwasserreinigungsanlagen im Kanton St. Gallen werden 10 erneuert. Um die Effizienz der neuen Technologien zu kontrollieren, werden von Beginn an regelmäßig Proben ausgewertet. Wir haben eine Hochdruckflüssigchromatographie. Das ist in diesem Bereich da, sind das die verschiedenen Module. Zusammen mit dem Detektionsgerät, im Fachjargon Massenspektrometer genannt, können die Chemiker des Amtes für Umwelt kleinste Verunreinigungen messen. Jede Spitze, also sogenannte Peak, repräsentiert eine Substanz. Der Bund gibt den Kantonen bis ins Jahr 2035 Zeit, die Erneuerungen an den betroffenen Anlagen durchzuführen. Die Kosten dafür trägt zu 3/4 der Bund, den Rest zahlen die Anlagebetreiber selbst. Also da redet man allein schon im Kanton St. Gallen von 120 Millionen. Das, was wir jetzt so ungefähr wissen, was projektiert wird. Die erste Kläranlage, die voraussichtlich wird in Betrieb gehen, mit dieser zusätzlichen Behandlungsstufe, wird Kläranlage in alter Weise. Bis zum Jahr 2021 sollen dann 3 weitere Anlagen folgen.